Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge und zwar zum LS22 auf der wunderschönen Map Hof Bergmann. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. In der letzten Folge hatten wir ja so ein paar Probleme hier beim Umfüllen und ich war einfach nicht richtig am Trigger dran. Vielen Dank erstmal für die ganzen Däumchen, auch für die ganzen Kommentare, denn man muss hier so halb seitlich fahren und dann, guck mal, ich mach mal kurz hier das Fahrzeug einmal auf. Oder, nein. Ich mach aber das Tor wieder auf. Nun ja. Das muss so. Oh, Leute, das ist eigentlich so ein Clickbait-Thumbnail, ne? Na, nee, komm, wir lassen's. So. Problem war, was ich eigentlich zeigen wollte. Ich nehme mal kurz den starken Bauer, Leute. Oh Mann, ey. Kannst du dir nicht ausmalen hier. Wenn du denkst, es wird nicht schlimmer. Doch, es geht immer schlimmer. So, das Problem ist, wenn ich nämlich Interactive Control hier mache und gleichzeitig im Trigger bei dem Tor schließen bin, so wie jetzt, bitte nicht drücken. So, Problem war, bei diesem guten Fahrzeug hier, dass wir nicht richtig da vorstanden. Ne? Das heißt, der Trigger ist schon da, aber ich bin da nicht richtig rangefahren. So, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir den Abstand da, weil der Trigger ist echt sehr, sehr klein. Und dann können wir das auf dem Schlauch nämlich anschließen. Viele haben auch gefragt, ob das Manuro-System kommt. Das war ein April-Scherz, Leute. Am 1. Ich fahre jetzt nochmal kurz ein Stück zurück. Ich muss nochmal kurz ein Stück hier vor. Der Trigger ist nämlich echt klein. Du musst in einem gewissen Abstand musst du hier nebenstehen, damit das funktioniert. Oh Mann, Leute. Geht das hier auch schon los, ne? Nicht nur im Hotel Renovator, sondern auch bei der Hof Bergmann. Fails vorprogrammiert. Das war jetzt wirklich keine Absicht, ne? Ne? Im Vergleich zu anderen Leuten, die fliegende Drescher haben, ne? Grüße gehen raus, by the way. So. Drehschemel ist halt auch eine Kunst. Und da muss man hier in ganz speziellen Winkel fahren, ne? Das ist ganz, ganz kompliziert, Leute. Gerade mit dem Drehschemel hier. Super komplex. Und vorhin hatte ich den Trigger. Jetzt habe ich ihn wieder nicht. Ach, Leute. Es ist halt maximal belastend, ne? Vorhin habe ich ihn gehabt. Wäre ich mal am besten eingestiegen direkt, ne? Aber der Trigger, der ist halt sehr, sehr knapp bemessen. Wir versuchen es nochmal. So, jetzt hat sich hier wieder ein Reifen hier schön hängen geblieben. So, wir machen Folgendes. Wir ziehen jetzt einfach mal ein bisschen weiter raus hier. Du musst nämlich hier so halb schräg irgendwie so dran ziehen, ne? So, gucken wir mal. Ich versuch's noch. Versuch mein Glück nochmal. Sehr schön, sehr schön. Kommen Sie. Drehschimmel fahren. Also willst du es einmal zeigen? Ach komm, wir lassen es. Auf jeden Fall hat es vorhin funktioniert. Egal. So, wir fahren mal zu unserer BGA. Da funktioniert es auf jeden Fall. Ich mache das Ding mal voll. Und dann werden wir den Spaß an der Tankstelle verkaufen. Bringt nicht guten Preis. Fast 800 Euro pro 1000 Liter. Das ist schon ein recht guter Preis. Und dann kümmern wir uns gleich noch um die Geflügelzucht. Mann. Immer dieser Vorführeffekt, ne? Das ist wirklich belastend. Also der eine oder andere wird es kennen. Der eine oder andere wird sich jetzt wieder kaputt lachen und sagen, ey, das hast du Absicht gemacht. Nee, war wirklich keine Absicht. Ich vergesse das immer, dass da der Trigger vom Tor ist, ne? Das ist, ja, schwierig. So, jetzt können wir zumindest hier den Rest noch aus der Biogasanlage holen und dann verkaufen wir den Spaß. Dann haben wir dann so knapp 18.000, 19.000 Euro nochmal dazu verdient, vielleicht auch ein bisschen weniger noch. Gucken wir mal, hier ist der Trigger ein bisschen besser bemessen, glaube ich zumindest. Hier kann man nämlich, glaube ich, so halb schräg ranfahren. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder hier war ja noch gar kein Trigger. Wir gucken mal. Ah doch, da, guck mal, da ist das Schlauchsystem. Genauso funktioniert das auch, ne? Man muss halt genau treffen. So,
Und dann können wir den ganzen Spaß jetzt hier einmal auffüllen, sofern das funktioniert. Dann müssen wir nochmal ein Stückchen zurück. Ein Stückchen zurückfahren. Und dann ist das Dingen voll hier. Gut. Schlauch mit Kuh wieder ab. Man kann die auch nicht manuell irgendwie anschließen oder so. Ne? Es geht halt wirklich nur mit der Taste. Ne? Also nicht wie im 19er mit dem Manure-System. Das ist was Eigenes, was der Andi jetzt optisch gebastelt hat. Finde ich persönlich sogar ganz gut. Bei den Triggern muss man halt ein bisschen großzügiger ranfahren, damit das Ganze auch passt. Gut. Ja, den Pferden geht es auch gut. Ne? Da habe ich mir auch schön drum gekümmert. Jetzt fahren wir einmal kurz zur Tanke und werden den Spaß hier verkaufen. 25.000 haben wir jetzt auf dem Konto. 24.000 Liter sind jetzt drin. Das heißt, wir haben noch ein bisschen was übrig. Um später vielleicht auch noch in die Getreidetrocknung zu fahren. Die ist jetzt erstmal voll. Die Brücke hier müssen wir auch noch bauen. Das werden wir dann in irgendeiner Folge auch schon machen. Wir könnten eigentlich schon mal absperren hier. Ne? Warte mal, das machen wir mal eben kurz. Schnell hier einmal kurz aussteigen. Ja, könnt ihr nämlich bedienen hier. Einfach linke Maustaste drücken. Da wird hier abgesperrt. Und dort abgesperrt. Dann müsst ihr hier über das Sägewerk ein paar Sachen produzieren. Und zwar lange Bretter, drei Paletten und einmal diese abgehängten Stämme und dann passt das auch. Ne? Das heißt, die müsst ihr von hier ranfahren, weil wenn ihr es von da ranfahrt, ist es schwierig. Ne? Gut. Ach, guck mal, die Deutsche Post wartet. Wollen wir sie mal nicht warten lassen. Ne? Fahren wir mal weiter hier und verkaufen den ganzen Kram. Mann, Mann, Mann. Schon wieder eine aufregende Folge hier, ne? Gut. Fahren wir mal hier oben rum. Sehr schön. Ja, dann geht's auf zur Tankstelle. Den neuen Hof. Wie gesagt, den habe ich jetzt hier noch nicht, weil ich noch in der Beta 1 unterwegs bin. Ich werde warten, bis die finale Version kommt. Halt möglichst wenig neue Spielstände immer anzulegen, weil es ist halt immer mit sehr viele, ja, ein bisschen Zeit verbunden, ne? Den werden wir uns irgendwann auch nochmal holen. So, da vorne kommt gleich die Tankstelle. Dann fahren wir erstmal hier vorbei. Da können wir auch ganz normal den Schlauch soweit anschließen. Müssen wir halt auch wieder im speziellen Winkel dran fahren. Und dann können wir den Spaß dann auch verkaufen. So, hier vorne. Muss man auch wieder ein bisschen ausholen hier. Und irgendwann kommt da der Trigger. Wenn man da weit genug abfährt. So, guck mal, da ist der Schlauch. Dann aber Q dran. Und mit I einmal entladen. Ihr seht, der Kontostand, der füllt sich. Ja, ganz cool gemacht, ne? Würde ich jetzt sagen. Gucken, wie viel Geld dabei rumkommt, ne? Diese Interaktionsmarkierung, ne? Ich glaube, ich mache die mal aus. Die nervt mich mal bei Screenshots machen. Wo war sie denn jetzt? Interaktionsmarkierung war hier, ne? Zack. Wupp. Machen wir Hatten mal wieder an. Und dann haben wir das Ding gleich wieder ready, ne? So, müssen wir mal auf irgendeine Taste legen, ne? Guck mal, da kommt echt ordentlich Geld zusammen, ne? Also hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ja, nach Adam Riese, gucken wir gleich mal. Boah, 18.000, ne? Habe ich sogar ganz gut getippt. So, dann werden wir mit Q den ganzen Spaß lose machen. Und dann fahren wir wieder zurück zum Hof. Da müssen wir noch jetzt gleich das Getreide abfahren von dem Drescher. Den werden wir dann auch nochmal ready machen.
Getreidetrockner läuft. Da habe ich auch jetzt soweit alles reingepackt. Das sind knapp, ich glaube, 27.000 Liter waren es. Angetrockneten Getreide, was wir da herstellen können. Das wird, glaube ich, 1:1 verarbeitet. Das geht auch relativ fix. Und dann werden wir gleich den Drescher vom Feld holen. Dann haben wir noch das ganze Stroh darum liegen. Wir haben jetzt 44.000 Euronen, die wir dort nutzen können. Ich guck mal gerade kurz, wie teuer. Wir fahren mal kurz hier an unserem Händler ran. Wie teuer denn einmal das Aussaatgerät ist von der jeweiligen Drille für die durchwachsene Silphi. Gucken wir mal hier, gehen wir in den Shop rein. Haben wir noch irgendwelche Angebote? Nö. So, wir brauchen nämlich eine Einzelkorn-Seetechnik für die Silphi. Und zwar, dieses Gerät kostet 43.000, könnten wir uns kaufen, aber dann haben wir kein Geld mehr für die Setzlinge. Wir brauchen nämlich noch gleichzeitig die Setzlingspaletten für die durchwachsene Silphi. Die kosten halt nicht so viel, aber dann hätten wir kein Geld mehr, um so ein bisschen zu interagieren. Ne? Deswegen lassen wir es erstmal, wir werden das Gerät mieten. Was ich aber allerdings auch nochmal schauen wollte, ist hier die kleine Presse. Wo ist sie denn? Die hier. Guck mal, die kostet 22.000. Für die kleinen Ballen, die könnten wir uns eigentlich... Ah, ich glaube, die miete ich auch, weil so häufig machen wir keine kleinen Ballen. Weil die wollen wir dementsprechend nutzen, um kleine Ballen für die Geflügelzucht zu machen. Da will ich noch ein Lager oben platzieren und dann will ich das Ganze verladen und dann rüberfahren. Ne? Das vielleicht auch dazu nochmal. Gut, dann starten wir mal den Motor. Machen wir wieder alles zu hier und fahren zurück zum Hof. Da müssen wir einmal großzügig drehen. Ne? Hier steht auch Manitou, das ist ja aus dem Platinum-Addon. Wenn ihr es natürlich nicht habt, steht da normaler ein normaler Gabelstapler von Manitou. Ne? Hier ist Reifeisen. Gut. Sehr schön, sehr schön. Dann fahren wir mal weiter. Und werden dann mal gucken, dass wir jetzt gleich noch den Rest vom Feld abfahren. Und da ist der Tag quasi auch schon rum, ne? Da müssen wir das Stroh noch runterholen. Ich werde nicht so viele Ballen pressen. Vielleicht ein paar. Schauen wir mal. Ich glaube, das machen wir als erstes. Durchwachsene Silphi können wir noch am nächsten Tag machen. Da müssen wir das Feld wieder kalken und düngen, ne, wie man es halt auch kennt. Dann haben wir wieder einiges geschafft. Und irgendwann mal ein bisschen Holz hier machen und angeln gehen. Ne, habt ihr auch geschrieben. Angeln gehen kannst du auch bald. Ja, müssen wir uns das Boot kaufen. Das kostet halt auch ein bisschen Geld. Ne? Da müssen wir dann auch nochmal schauen. Juti. So. Gucken, dass wir den hier wieder so halbwegs rückwärts ranbekommen. Oder wobei, ach komm, ich stelle den hier vorne ab. Dann belästige euch nicht mit der Drehschemel-Action. Ne? Hier liegen Heuballen rum. Das hat damit zu tun, dass ich irgendwann das Update oder ein Update einfach mal drüber gezimmert habe. Und deswegen liegen dort die Ballen. Und das GTX-Skript nicht aktualisiert hatte. Ne? So, der bleibt erstmal stehen. Das heißt, wir gehen mal hier durch den Schweinestall. Den Schwein geht's auch gut. Und werden dann jetzt hier den Drescher nochmal abtanken. Da ist nämlich noch ein bisschen was drin. Und das bringen wir dann ich denke mal in der nächsten Folge dann hoch zur Getreidezucht. Dann machen wir den Drescher noch eben fix sauber. Und dann haben wir jede Menge Stroh dort liegen. Ne? Also ich werde nicht alles zu Ballen pressen. Ich werde ein paar Ballen quasi machen. Die werde ich dann auch per Hand verladen. Wie es gehört, was werden die kleinen Ballen werden. Und dann werden wir noch ein Lager dort bauen. Oben bei der Geflügelzucht schauen wir dann mal. So, da fahren wir unter das Rohr. Da können wir nämlich den Spaß hier direkt
gleich abbunkern. Das sind nochmal ein paar tausend Liter. Müsste passen, ne? Ja, das passt soweit. Wir können den mal laufen lassen. Sehr schön. Gut, dann Motor starten, ansonsten geht's nicht. Dann laden wir den ganzen Spaß jetzt hier einmal ab. Mit Y kann ich mir das hier angucken. Das ist manuell abladen. Müssen wir natürlich vorher bei den Dreschern konfigurieren. Findet ihr in der Mod-Liste. Und das hier ist das Weizen, was wir dann für die Geflügelzucht noch nehmen. Ne? So, sehr schön, sehr schön. Dann haben wir das hier fertig. Dann machen wir den Drescher gleich mal sauber. Und fahren den zurück zu unserem Hof. Sehr gut. Jetzt sind wir da fertig. Da können wir das Rohr reinfahren. Dann klappen wir den wieder zusammen hier. Und da vorne steht der Schneidwerkswagen. Ja, dann fahren wir gleich wieder zurück zum Hof. Da machen wir den noch einmal fix sauber. Der wird nämlich dann, glaube ich, erst wieder im August oder September benötigt, glaube ich. Bin mir gerade nicht sicher. So, einmal drauf hier. Zack. Das finde ich auch so geil, ne? Mit dem Schneidwerken jetzt, dass die hier diesen Automatismus haben. Das war ein kleines Feature, was dazugekommen ist im 22er. Viele kleine Dinge, aber die machen den Unterschied im Vergleich zum 19er. So, Rundenleuchten an. Drehen wir noch einmal auf dem Feld hier und dann machen wir den Spaß jetzt gleich noch fix sauber. Oh, habe ich den angelassen? Ist natürlich nicht so gut, warte mal. So, besser ist. Diesel ist teuer genug, ne? Juti. Dann geht's ab zum Hof. Ja, ist der Tag auch schon durch hier, ne? Aber den Stroh holen wir auf jeden Fall noch, oder das Stroh holen wir auf jeden Fall nochmal ein. Und die Silphi, die setzen wir dann am nächsten Tag. Da haben wir noch ein bisschen Zeit, ne? Mit der Aussaat. Aber da müssen wir das Feld auch noch grubbern, ne? Ach, das müssen wir auch noch machen. Das müssen wir vorbereiten, stimmt. Wobei, hier kommt das nicht drauf. Das kommt auf dem Feld 3 drauf. Und ich meine, das hätte ich schon gegrubbert. Aber müsste ich mir nochmal angucken. So, tipptopp. Die anderen Felder wachsen alle. Das ist sehr schön. Die Wiese hier vorne, die wir haben, die wird dann irgendwann umfunktioniert. Da werden wir nochmal einen Schnitt machen und da werden wir was anderes aussehen. Den Klee werden wir auch einmal machen. Klee könnt ihr übrigens jetzt auch zu Heu verarbeiten. Das ist ab der Beta 2 möglich. In der Finalversion dann ohnehin. Und hier vorne, direkt am Eingang des Hofes, kommen dann hier die Kanickel. Ne? Das freut mich auch schon. Wenn dann so kleine Rammler und sowas haben, ne? So heißen die nämlich, die Hasen. Ach, herrlich. So, dann sind wir hier am Hof. Und Umleuchte können wir wieder ausmachen. Dann parken wir das ganze Gerät mal hier. Und werden einmal uns den Kärcher holen. Und den ganzen Spaß hier einmal abkärchern. Gut. Geräte sind sauber. Beziehungsweise werden jetzt sauber gemacht. Ne, Fahrzeugpflege wichtig. Jetzt nicht so wichtig, dass es irgendwie eine Relevanz hätte im Spiel. Würde ich mir aber auch wünschen, dass das vielleicht auch nochmal ist. Aber gut. Vielleicht kommt das ja irgendwann nochmal, ne? Als neues Feature oder so. Sehr schön. Parken wir den ganzen Kram nochmal hier. Schneidwerk kommt daneben.
Ich finde den Platz da optimal für. Ist jetzt nicht durch Wind und Wetter geschützt, wie man es normalerweise macht. Normalerweise schätzt man es runter. Aber ich finde das jetzt nicht so tragisch. So, meine Damen und Herren, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich für diese sehr amüsante Folge, zu Beginn zumindest. Ansonsten wünsche ich allen noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Einschalten und ja, dann sage ich mal, bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.